Nein, würden Sie nicht. Machen Sie sich ehrlich, Sie würden wieder Straßen bauen. Sie haben die Bahn kaputt gespart. Wir haben im Haushalt 2024 so viel Geld wie noch nie für die Bahn bereitgestellt, 7 Milliarden mehr. Und wir haben den Erhalt als Priorität festgelegt, auch bei der Bahn. Und das ist, glaube ich, gut und wichtig. Jeden Antrag der Union, der fordert immer mal ein bisschen mehr, aber im Kern Sanierung, Struktur und Finanzen. Das könnte man ja jetzt durchgehen lassen und sagen, okay, hat sich die Union daran beteiligt, wenn man nicht irgendwie vor seinem inneren Auge hätte, dass da ja die letzten 12 Jahre irgendwie ein Jahrzehnt unionsgeführtes Verkehrsministerium irgendeine Rolle gespielt haben müsste, gerade bei der runtergerockten Bahn. Da stellt sich dann eben schon die Frage der Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit entsteht ja bekanntlich durch bisheriges Tun. So, und da fragt man sich, die Union, wenn man jetzt sehr viel Geld geben würde, würde die es in die Bahn stecken?